Guten Morgen am 10. Dezember. Wir packen die Tüten mit der 10 aus. So, zuerst das, was ja schon so ziemlich lädiert hier ist. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Noch ein Nagellack. Oh. Ein Nagellack. Möchtest du mal? Ja, so sieht man es ganz gut sehen. Ich würde sagen, es ist eine Art Weihnachtsrot. Schön. Bei den Gewürzen gibt es ein Erdäpfelgewürz. Das klingt auch gut. Ja, schön, bin ich gespannt. So, beim Kreativkalender habe ich hier das Tüchchen mit der 10 schon mal nach vorne geholt. Schauen wir da mal, was drin ist. Oh. Paper Mania Holographic. Ist das? Ah, ein Embossing Powder. Cool. Ich versuche mal, ob ihr das sehen könnt, das Holographic. Ah ja, da unten kann man es bisschen sehen. Ja, das hat also wirklich einen tollen Schimmer. Ein Embossing Powder. Das finde ich ganz schön, weil mit Glitzer mache ich doch nicht so viel, aber Embossing Pulver geht immer. So, von unserem Kreativ-Adventskalender habe ich hier das kleine Päckchen mit der Nummer 10. Schauen wir doch mal da rein. Meine Stimme will noch nicht so richtig. Ihr hört, ich bin noch nicht ganz so lange wach. Tja, tja, wie kommt man denn da ran? Die andere Seite auch noch. Mit einer Hand ist es nicht so einfach. Aber vielleicht jetzt. Oh. Oh, was ist das? Ich ahne was. Das sind doch kleine, ah, da hat sie sogar einen Zettel beigepackt. Ich muss mal gerade lesen. Wiederverwendbare Abschminkpads für die Waschmaschine. Das ist ja großartig, schaut euch das mal an. Das ist ja eine tolle Idee, die wollte ich immer schon mal ausprobieren. Es gibt hier so eine Baumwollseite und hier gibt es so eine, ich würde sagen, Mikrofaserseite. Und hier ist das Gleiche. Das finde ich ja mega, mega klasse. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Wiederverwendbare Abschminkpads. Yay! So. Jetzt haben wir hier das Türchen der 10 von dem anderen kreativen Adventskalender. Oh! Und was kommt da raus? Ein Distress Oxide in der Farbe Peel Paint. Na, möchte die Kamera das ein wenig scharf stellen? So geht es, glaube ich, Peeled Paint. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das schon habe oder noch nicht. Aber ist natürlich eine coole Sache, so ein relativ großes Stempelkissen in einem kreativen Kalender drin zu haben. Das sieht man jetzt auch preislich mit dem großen Block und gestern den Drops und so weiter, glaube ich. Einen kleinen Unterschied zu dem, wobei der hat auch schon tolle Sachen. Ja, weiß nicht, ob der preislich so groß unterschiedlich, also ja, natürlich hat er einen Unterschied, aber beide haben eigentlich sehr, sehr schöne Sachen. So, jetzt kommen wir zu dem duftenden Adventskalender. Ich habe nicht die Nummer 10 gesucht. Ich zoome euch mal aus, das wird sonst zu nah. So, hier unten. Hier ganz unten, ein kleines Düftchen und ich stelle das mal hin, vielleicht kann es ja dann das versuchen zu scharf zu bekommen. Nein, es ist einfach zu. Nein, okay, ich lese mal Mandarine Rot. Mandarine Rot. Ja, Mandarine Rot gilt immer. Wirkt erfreuend und so weiter.
So, jetzt die Nummer 10 von dem Wellness. Die ist hier auf dieser Seite. Jetzt muss ich mal gerade was runter tun. So, hier ist die Nummer 10. Hier kann man reingreifen. Ah ja, und auch die 10, da habe ich schon was rausgeholt. Es tut mir jetzt sehr leid, weil ich ein Geschenk für jemanden brauchte. Ich glaube, das war ein Gewürz. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, das ist das, was ich gestern bekommen habe auf unserer Weihnachtsfeier vom Tanzkreis. Da hat eine Dame uns diese Sachen gebastelt und ich wollte ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Da sind so kleine Merci-Schokoladen drin, aber das fand ich so hübsch, kleine, wie soll ich sagen, so eine Art Täschchen oder Umschläge. Und dazu hat sie noch gemacht ganz, ganz süße Klammern. Mit so Schneemännern drauf. Sieht total goldig aus. Ich zeige euch mal den anderen. Ich habe 2 bekommen, weil mein Mann auch im Tanzkreis ist. Also hier die Klammer mit dem Schneemann drauf. Ja, da wollte ich einfach mal sagen, wenn du das siehst, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. So, meine Lieben. Das war es schon wieder von mir heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Tschüss, eure Peggy.